Guten Morgen zur Frühstücksbörse heute am 14. Oktober, Donnerstag heute. Und ja, ein schwacher Dollar treibt die Märkte an, und zwar durchweg seit dem gestrigen FOMC-Protokoll sehen wir also eine weitere Schwächephase hier im Greenback. Wir sehen des Weiteren ebenso, und da haben wir sie auch gleich hier im Bild, fallende Renditen, also die Staatsanleihen in den Vereinigten Staaten, eher wiederum leicht nachgefragt. Und parallel dazu stellen wir also fest, dass die Renditen entsprechend sich auf der schwächeren Seite bewegen. Das Ganze hat natürlich erst einmal einen gewissen Trend hier zur Folge. Die 1,6er Marke wurde wiederum hier unterschritten. Für mich sieht es nach wie vor danach aus, als dürften die Renditen weiterhin eher zunehmen. Wir sehen ja immer noch hier auf der Wochenebene, mag ein bisschen langweilig klingen vielleicht hier in den Bondmärkten, aber durchaus auch die erfolgreichsten Trader global gesehen jedenfalls hier sind in den Anleihen oder auch Rentenmärkten unterwegs. Das heißt, nicht unbedingt ein langweiliges Spiel hier zu verstehen, vor allen Dingen deswegen auch wichtig, um natürlich hier Bewegungen im US-Dollar durchaus ein wenig hier einschätzen zu können. Die Frage, die sich natürlich jetzt hier weiterhin stellt: Sehen wir eine weitere Schwächephase? Für mich dürfte das natürlich durchaus auch so sein, dass wir einen weiteren Schwächeanteil hier im US-Dollar sehen könnten, nachdem ja die Märkte sich im US-Dollar durchaus auf der starken positiven Seite bewegt hatten zunächst. Auf der anderen Seite stellen wir allerdings auch ebenso fest, könnte es sich hier vielleicht um eine leichte Korrektur handeln, bevor entsprechend Anleihenmärkte wiederum nach oben ziehen. Interessant, vor allen Dingen auch deswegen zu beobachten und beurteilen, dass natürlich die Rentenmärkte, wenn sie sich abwärts bewegen, einen schwachen Dollar mitbringen. Und das sehen wir hier aktuell. Das heißt, seit dem gestrigen Handelstag hatte sich ja der Markt von der unteren Seite hier gelöst und dann, wie gesagt, zur US-Session dann hier positiv entwickelt. Der US-Dollar also hier schwach unterwegs. Und jetzt klar natürlich der Frage, das Fragezeichen dahinter, nachdem wir diese fallende Trendlinie durchbrochen haben, folgt nun eine weitere größere Schwächephase hier im Greenback, im US-Dollar, ziehen damit dann der Euro, eventuell auch weiterhin das Pfund und weitere Währungen wie der Aussie beispielsweise nach oben. Richtungstechnisch könnte das natürlich durchaus so sein und durchaus dafür sprechen, dass wir vielleicht hier weiteres Momentum, weitere Abgaben im US-Dollar sehen könnten. Und damit dann vielleicht einhergehend auch weiterhin hier steigende Aktienmärkte. Das heißt, wir sehen ebenso, wenn die Renditen sich ein wenig weiterhin lösen, in den US-Anleihen lösen, dann wird der US-Dollar vielleicht wiederum auf die Verkaufsseite geschoben. Das heißt, Risikoanlagen, Risikoinvestitionen in den Aktienmärkten könnten sich weiterhin hier positiv bewegen. Trotzdem die Frage natürlich auch hier, ob das der langfristige Schein hier nur ist, ob der Markt oder die Märkte sich hier basierend jedenfalls vielleicht hier aufgrund der generellen eher Risikobewegung hier auf der Short-Seite, der Risk-Off-Bewegung, so rum weiterhin nach unten korrigierend zeigen. Das wäre nämlich eher so ein bisschen hier die größere Warnung, die ich hier aktuell aus dem Chart jedenfalls sehen kann. Und das könnte vielleicht dafür sprechen, dass wir aktuell erst einmal eine kleine Korrekturphase sehen, also eine leichte Risikozunahme hier in den Märkten, bevor sich das Blatt dann weiterhin hier natürlich mischen könnte. Trotzdem, kurzfristig, mittelfristig, jedenfalls auf dem Wochenchart hier beobachtet, zeigt das ganze Marktgeschehen durchaus erst einmal eine leichte Preissteigerungsbewegung hier durchaus an. Könnte also dafür sprechen, dass wir hier weiterhin eher steigende Preisbewegungen sehen könnten. Wenn wir uns dazu nochmal dann die Risikobewegung anschauen, und zwar in den Vola-Werten hier, so sehen wir, dass die Volatilität weiterhin ein wenig abnimmt. Die Märkte also wiederum leicht aus dem Keller zurückkommen und daher dann auch der Nasdaq beispielsweise und der S&P zum Beispiel hier sich weiterhin positiver bewegen. Jetzt hat sich gerade einmal kurz mein Rechner hier verabschiedet. Gerade eine kleine Netzunterbrechung hier. Hoffe, Ton passt weiterhin. Zum Glück bin ich ja hier auf der Mobilfunkverbindung unterwegs. Also, wir sehen hier positive Tendenzen weiterhin in den Märkten. Wir sehen hier weiterhin, dass die Aktienmärkte also leicht sich zurückbewegen und stellen hier, wie gesagt, fest, dass eine leichte Aufwärtstendenz weiterhin vonstatten gehen könnte und daher dann, wie gesagt, die Märkte, die Aktienmärkte sich hier entsprechend auch weiter positiv erholen könnten. Das ganze Thema dann auf der anderen Seite in Richtung Silber- und Goldmärkte dreht dann weiterhin natürlich dann auch eine andere Richtung ein.
Das heißt, auch hier ganz klar, der schwache Dollar aktuell hat hier wiederum scheinbar größeren Einfluss der Edelmetallmärkte oder auf den Edelmetallmärkten, an den Edelmetallmärkten. Das heißt, hier der Silbermarkt zieht wiederum nach oben. Auch das ganz klar einfach dem schwachen Dollar geschuldet. Hier böten sich durchaus die ersten möglichen Long-Positionen vielleicht wiederum an. Wir lösen uns ja langsam hier von der Unterstützungszone. Und die Frage natürlich hier, wie geht es an der Widerstandszone weiter? Sehen wir also hier an diesem Handelsbereich durchaus wiederum fallende Preise oder stellen wir hier fest, dass der Markt vielleicht weiterhin dann auch nach oben hin ausbricht. Der Silbermarkt natürlich nach wie vor durchaus positiv unterwegs und dann ebenso der Goldmarkt, der sich an spannender ausbruchsmöglicher Ebene befindet. Denn Gold handelt aktuell hier am kneifenden Widerstandsbereich hier und zwar diesem sich durchaus seitwärts bewegenden gleitenden Durchschnitt. Den sehen wir nämlich gerade hier knapp kurz vor der 1800 US-Dollar-Marke, ebenso natürlich eine runde Kursmarke, heißt auch ganz klar dann, sollte der US-Dollar weiterhin Schwäche zeigen, sollte nach wie vor auch die Nachfrage im Gold vielleicht erst einmal weiterhin bestehen bleiben, gleichwohl ich das eher hier aufgrund des schwachen Dollars insofern hier von der Bewegungsebene hier sehe, dann könnte natürlich auch hier ein Ausbruch auf der oberen Seite bevorstehen und positiv natürlich dafür sorgen, dass vielleicht hier weiterhin die Aufwärtsbewegung fortgeschrieben wird und entsprechend vielleicht durchaus mehr Potenzial in den Märkten sich hier noch bilden könnte. Also durchaus die eine oder andere Bewegung, die wir natürlich hier derzeit sehen können. Ganz klar ebenso für diejenigen, und das gilt natürlich auch für die meisten von Ihnen auf der europäischen Seite. Ich bin da ja ein Stückchen weit hier gerade in Asien außen vor, vielleicht insofern betrachtet, was die Energiepreise anbelangen. In Großbritannien ja nach wie vor hier Riesenveranstaltungen und zwar sehen wir, dass zwei weitere Anbieter scheinbar beide ebenso durch Petroleum unterstützt weiter auf der Seite liegen und entsprechend eher wiederum leider unternehmenstechnisches Konkurs, Insolvenz anmelden müssen. 250.000 Anbieter, 250.000 Kunden, die leiden. Insgesamt kumuliert bereits 12 Unternehmen Konkurs gegangen, insgesamt mehr als 2 Millionen Kunden, die dann einen Anbieterwechsel vornehmen müssen, das natürlich zur denkbar ungünstigsten Zeit kommt, wenn entsprechend die Preise stark oben sind, einen Energiemarkt Anbieter zu wechseln, bedeutet ja nicht unbedingt Positives auf der Ebene. Das heißt, die Märkte aktuell weiter unter Druck. Der schwache US-Dollar dürfte auch den Energiesektor weiterhin verteuern. Wir sehen das auch im Ölmarkt, der hier langsam weiter nach oben zieht. Auch dort haben wir am gestrigen Handelstag uns zwar nicht vom Fleck bewegt, aber ebenso auch keine Korrektur, keine Nennenswerte gesehen. Das heißt, auch hier steht weiterhin die Long-Seite eventuell auf der Agenda, hilft natürlich unserem offenen Trade hier, denn wir sind ja weiterhin hier im Dollar-Cut unterwegs. Ich sagte ja, hier würde ich jetzt nicht entsprechend Gewinn aus dem Markt herausnehmen wollen. Im Gegenteil, ich würde eher sogar weiterhin die Position vielleicht vergrößern wollen. Der Chart hier spricht jedenfalls für mich ziemlich Positives gerade. Heißt auch im Monatschart nach dieser Seitwärtswiderstandsphase hier entsprechend mehrere Ebenen, diese Pinnbar-Kerzen, die man nehmen kann. Wir haben noch den gleitenden Durchschnitt, den 50er. Wir haben hier Druck auf dem Kessel auf der Short-Seite. Vormals Unterstützungszone, jetzt Widerstandszone. Bedrückt die Märkte nach unten. Wir haben den Euro, der weiterhin hier auch quasi täglich natürlich weiter unter Druck gerät, jedenfalls gegenüber dem kanadischen Dollar. Das heißt, durchaus die eine oder andere Möglichkeit hier vielleicht mit weiter fallenden Preisbewegungen zu rechnen und weiterhin natürlich einen stärkeren kanadischen Dollar hier zu erwarten. Heißt also, die Positionsseite brennt weiter auf der Shortseite nach unten weiter. Parallel dazu negative Schlagzeilen habe ich gerade heute früh gelesen aus Norwegen, dort mit einem Anschlag. Verrückt, was aktuell ja scheinbar durchaus in der Welt so hier und da passiert. Trotzdem, norwegische Krone geht weiter positiv ihren Weg. Auch das natürlich ganz klar erst einmal der Leitzinserhöhung zum einen fundamental geschuldet, dem Ölmarkt, Rohölmarkt ebenso fundamental geschuldet. Auf der anderen Seite dann im Chart technisch gesehen die Unterstützungszone, die unterschritten wurde. Wir sprachen mehrfach drüber, für mich klares Potenzial hier auf der Shortseite. Markt also zieht auch hier weiterhin nach unten. Langsam arbeiten wir uns ein bisschen in eine überverkaufte Ebene vielleicht nach unten vor. Trotzdem sehen wir natürlich auf der Shortseite durchaus weiterhin Potenzial und entsprechend hier noch immer die Möglichkeit, dass dort weitere Preisbewegungen nach unten
eintreten dürften. Und zwar natürlich hier vielleicht auch im Vergleich dazu, wenn wir uns schauen, auf welchem Niveau wir uns befinden, sind wir aktuell auf dem vor, ich sag mal, Krisen, vor der pandemischen Niveau, wenn wir uns mit Covid uns hier anschauen, als wir im letzten Jahr dann die Ölmärkte komplett die Ölmärkte eingebrochen waren und die norwegische Krone stark unter Druck geraten war, jedenfalls kurzzeitig hier, sehen wir also aktuell hier durchaus weiter positives Potenzial. Und für mich sprechen natürlich dann auch, wenn wir uns den Ölmarkt aktuell anschauen, dann genau die Ölmärkte dafür, dass natürlich dann hier der Ölpreismarkt oder die Ölmärkte sich durchaus weiter bewegen könnten. Vielleicht in Richtung 90, 100 US-Dollar pro Barrel wäre also durchaus noch einiges an Potenzial. Jedenfalls finde ich im Chart aktuell hier ersichtlich, was vielleicht noch weiteres Potenzial hier in der norwegischen Krone mitbringen dürfte. Zudem ebenso kein so stark verschuldetes Land, vielleicht im Vergleich zur Eurozone, heißt also ein paar Nokis zu parken auf dem eigenen Konto, auf dem eigenen Trading-Konto, mag nicht unbedingt die schlechteste Idee und Variante aktuell sein, vor allem natürlich gerade in der undurchsichtigen Zeit, wo natürlich die ein oder andere Nachrichtenseite hier durchaus die Schlagzeilen macht. Was haben wir ansonsten? Wir haben immer noch Informationen aus Großbritannien weiterhin, und zwar die Jobmärkte an betreffend. Ich bekomme es ja persönlich auch durchaus mit. Meine Schwester lebt ja in London seit einiger Zeit und sagt auch, hey, die Arbeitsmärkte dort sind eher für mich zugeschnitten. Ich weiß gar nicht, ob sie gerade eigentlich zuhört. Nee, aktuell nicht. Aber sagt halt ebenso, hey, natürlich dort mit deutscher Ausbildung oder deutschem abgeschlossenen Studium, deutsch-englischsprachig dual unterwegs dort, sieht dort die Lage aktuell ziemlich prickelnd aus. Die Mehrzahl der Unternehmen scheinbar aktuell sind natürlich jetzt hier vielleicht nicht gerade in der Zusammenfassung hier die teuersten und bestbezahltesten Jobs. Trotz allerdings Erhöhungen im Gast- und Gastronomiegewerbe scheint es derzeit hier 8 von 10 Unternehmen nicht einfach zu fallen, neue Mitarbeiter zu rekrutieren. Bedeutet also hier definitiv, dass gerade der Brexit und weiter natürlich auch die Covid-19-Pandemie nicht wirklich positive sich dort präsentiert. Und einmal vielleicht von außen zu schauen, wenn man selbst hier gerade aktuell in Thailand unterwegs, auch dort Zuwanderung sehr, sehr restriktiv, alleine auch eine Arbeitsgenehmigung, wie in meinem Fall hier, zu erlangen im Vergleich zu Singapur, maximal schwieriger. Also für kurzfristige Touristen, die mal kurz 1, 2 Monate hier sind und ihre Devisen hier im Land lassen. Gerne ist man dort willkommen geheißen, längerfristig hier bleiben zu wollen. Heißt allerdings natürlich dort in Thailand beispielsweise, das Ganze ist nicht so einfach. In Großbritannien scheinbar ebenso lahmt es entsprechend an der Wirtschaft. Und da möchte ich den Vergleich durchaus zu Thailand aktuell ziehen. Man arbeitet auch hier langsam daran, ein Stückchen weit Vorteile vielleicht so und in gewisser Weise Zuwanderung für ausgebildete Auswanderer, gerade natürlich im digitalen Sektor und im Unternehmenssektor und damit entsprechend auch Investitionen hier ins Land zu bekommen. Nun kann man die Lage allerdings im Vergleich zu Großbritannien vielleicht auch nicht so vergleichen. Natürlich der Ausbildung und Bildungsstand in Großbritannien maximal besser als hier in Thailand auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich sehen wir gerade, wie selber das System in Großbritannien scheinbar sich dort selbst das Wasser abgräbt und entsprechend aufgrund der stark restriktiven Zuwanderung in allen Bereichen es also scheinbar durchaus lahmt, was weiter natürlich dann auch durchaus in Richtung Energiesektor vielleicht führte, dass weniger Reserven entsprechend natürlich dann bedeuten, dass die Lage sich also vielleicht ein wenig weiterhin zuspitzen dürfte. Ja, und des Weiteren ebenso haben wir noch einmal hier aus den Energiemärkten, genau, ein weiteres Versorgungsunternehmen hat also scheinbar gesagt, dass man dort in Großbritannien jedenfalls weiter keine Gaslieferung durchführt. Und das Ganze unterstützt selbst von Glencore. Im Übrigen, Glencore hat dort selber persönliche Kontakte damals dort. Mark Rich, der damals das große Handelshaus mitgegründet hat, zu dem ich damals, respektive zu dem unser Family Office durchaus auch weitere Kontakte hatte, kurz vor meiner Zeit, bevor ich ins Family Office dort gestoßen war. Allerdings heißt auch hier, Glencore also tritt dort aus dem Markt zurück. Das heißt, wir sehen hier wirklich durchaus die ein oder anderen Dominosteinchen, die sich nicht mehr füreinander, sondern eher gegeneinander bewegen. Das heißt, die gesamte Lage aktuell mag vielleicht nur gewisserweise, das sagen ja eigentlich unisono die meisten sogenannten Experten, dass das nur kurzfristiger Natur sein könnte. Allerdings stellen wir natürlich fest, wenn es unternehmenstechnisch einfach schlicht und ergreifend energietechnisch zu teuer ist, gewisse Produkte herzustellen,
dann sorgt eine größer werdende Verknappung durchaus für weitere Probleme. Und mein ernst gemeinter Rat vielleicht, auch wenn Sie mich nicht fragen, die ein oder andere Nudel im Regal mehr, die ein oder andere Dose von Nahrungsmitteln, die man vielleicht langfristig im Keller mal halten kann, weil man sie eh verzehrt, mag auch in der aktuellen Zeit vielleicht nicht unbedingt das Schlechteste zu sein. Nicht natürlich jetzt hier den ganzen Keller mit Toilettenpapier vollzustellen. Das ist wahrscheinlich, was man am wenigsten benötigt, wäre am Ende vielleicht Toilettenpapier. Allerdings, wie gesagt, Nahrungsmittel, wenn die knapp werden, mir aus meiner Zeit nicht unbedingt so stark bekannt, nur aus meinen TV-Einsätzen in den asiatischen Krisenregionen, wenn entsprechend in einem Erdbebengebiet kaum mehr was zu essen ist, gibt, dann kenne ich das sehr wohl sehr gut, heißt aber vielleicht in gewissen Situationen ein Stückchen weit vorzusorgen mit gewissen Nahrungsmitteln, die langfristig verzehrbar sind und die man eh konsumiert, mag vielleicht manches Mal ein Stückchen sinnvoll zu sein, aber entsprechend, wie gesagt, sollte ja jeder hier selber seine Lage selbst beurteilen. Die Märkte allerdings insgesamt, und das ist mein breiteres Thema hier vielleicht für den heutigen Tag, zeigen unter der Oberfläche durchaus weitere Knackpunkte. Wir sehen, die Aktienmärkte ziehen, wie gesagt, hier weiter auf der Long-Seite langsam nach vorne. Ich denke mal, die Märkte müssten sich jetzt heute entscheiden, ob es hier einen weiteren Aufwärtsschub gibt. Und da könnten wir durchaus für heute gespannt sein, ob es dort weiteres Potenzial gibt, jenseits S&P beispielsweise, jenseits dieser Widerstandstrendzone. Des Weiteren natürlich dürften wir hier auch gespannt sein, wie sich die Aktienmärkte auch auf der Euro-Seite hier bewegen. Wir sehen auch den deutschen Aktienindex, der weiterhin leicht positiv nach vorne treibt. Das heißt, positiv erst einmal leichte Handelsstimmung. Vielleicht sehen wir ein weiteres Auftürmen der Märkte. Die Vola, die wir uns angeschaut haben gerade, spricht jedenfalls durchaus dafür, dass eine Positivität in den Märkten eintritt. Wir sehen, wie auch gesagt, gerade eben, dass die Renditen weiterhin leicht abnehmen. Wir sehen nach wie vor natürlich hier, legen daher dann auch die Bonds, also die Nachfrage in den Rentenmärkten nimmt weiterhin leicht zu. Also positiv erst einmal die Stimmung für den Moment. Ob das allerdings hier langen wird, um eine weitere Preissteigerung zu sehen, bleibt abzuwarten. Der Aussie als Risikowährung zeigt es uns gerade an. Aber auch der hat sich ja bereits hier in den letzten Handelstagen schon wiederum leicht stark nach oben bewegt, heißt auch hier die Frage, ob vielleicht da nicht schon alsbald hier in Richtung Feierabend leichte kurzfristige Short-Positionen sich anbieten könnten. Schauen wir uns an in den nächsten Handelsstunden. Weitere Updates dann ganz klar hier von meiner Seite aus und in diesem Sinne erstmal viel Erfolg weiterhin. Alles Gute. Ciao, ciao.